Ja, er ist in Leipzig direkt auf dem Marktplatz, Thomas Hübner alias Clouseau. Schon vor seinem Auftritt scharen sich die weiblichen Fans um ihn, der Sänger kann ihnen beinahe nicht entkommen. Am Abend will er beim 18. Courage-Konzert auch gesanglich das Publikum begeistern. Einziges Problem, seine Band fehlt. Da meine Band gerade in Deutschland unterwegs ist, auch andere Projekte hat, muss ich alleine herkommen. Und es ist mehr so aus der Hüfte und spontan, aber es geht auch viel mehr darum, dass ich da bin und Gesicht zeige. Und es geht um dieses Festival hier, Courage Festival. Und mich hat Sebastian Grumbiebe schon vor 1,5 Jahren gefragt, ob ich Zeit hätte. Und damals ging es nicht und wir waren zusammen auf der Udo-Tour und ich habe gesagt, ich versuche das, ich versuche herzukommen. Und jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier. Bei der Veranstaltung des Vereins Leipzig Courage zeigen hilft die Rockband Keimzeit um Norbert Leisegang aus. 2 Generationen auf einer Bühne, ob das funktioniert? Trotz guter Musik erhalten die Künstler keine Gage, dementsprechend wird improvisiert. Bei Musikern ist es so, man trifft sich halt kurz vorher, packt die Gitarre aus und probiert etwas. Und das werden wir machen, es wird mehr ein Probieren auf der Bühne sein. Norbert Leisegang hat wahnsinnig coole Texte. Ich kann mich mit seiner Stimme identifizieren und ich wurde oft mit ihm verwechselt. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, kamen viele Leute an und meinten, du klingst ein bisschen wie der Typ von Keimzeit. Du spielst es Cello. Jeden Tag unsere Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand mich so ey. Dem gebürtigen Erfurter bleiben nur wenige Titel, um die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Sein Versuch, ein Akustikset mit leisen Tönen. Außerdem hat der 35-Jährige an und für sich gute Chancen auf einen Sympathiebonus. Ich habe eine krasse Verbindung zu Leipzig. Ich habe in Coney Island früher angefangen, Musik zu machen und meine ersten Auftritte da gehabt. War deswegen auch viel in Leipzig. Ich habe viel hier gepennt in irgendwelchen Wohnungen, in irgendwelchen WGs. Im Clara Park Musik gemacht, auf der Straße Musik gemacht und ich glaube, für mich ist das eh ein Zuhause, das spüren die Leute auch. Hoffentlich. Der Funke springt über. Clouseau ist heiß und cool zugleich. Einen Texthänger meistert er mit einigen unvorbereiteten Zeilen. Da kommt der Freestyler in ihm durch. Manchmal ist es echt komisch, ich stehe auf der Bühne, Gedanken fließen einfach konträr. Keine 3 Meter zwischen den Fans und Clouseau sorgen für ein tolles Erlebnis. Nichtsdestotrotz ist es zu schnell vorbei.